Nun gut, für meinen Teil könnt ihr frei von dann ziehen, wenn wir frei von dann ziehen können. Wie gesagt, hier ist der Schlüssel. Moment, ihr sagtet doch, ihr seid ein Mitglied des Nekromantenrates von Warung, richtig? Das ist korrekt. Dann bedeutet das, ihr kennt euch als Deuterin der Albträume auch gut mit diesen Albträumen aus, nicht wahr? Auch das ist korrekt. Gut, dann könnt ihr mir sicherlich sagen, warum ich als Zwerg in dieser, wie auch immer ihr ihn genannt habt, der mit Razzazor im Zwist steht. Ihr seid vom Offensichtlich. Albtraumgewitter betroffen? Ja, also es hat uns einmal getroffen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, sich gegen zu schützen? Hm, ich glaube, die Antwort steckt ebenso in diesem Buch wie auch die Antwort auf die Frage, wie man den schwarzen Drachen Rassasur, den Ewigen, besiegt. Welches Buch? Er deutet auf das Buch, in dem der Schlüssel liegt, und klappt das einmal zu. Ah. Du erkennst den Buchtitel. Sprichst du Osparano? Nein. Sehe ich den Bruchsel auch? Draconomicon. Ich wundere mich nur, Terengar, wenn ihr doch diesen, sagen wir, sehr finsteren Menschen hier nicht dient. Warum seid ihr denn hier? Dies ist doch kein Ort für gediegene Leute. Sagen wir so, dass sich Wahrung etwas verändert hat, und solltet ihr den Kampf aufnehmen, würde ich euch zu raten, Rassasur zunächst wieder zurückzuschicken, zu seiner Albtraumpyramide, und erst dann in Wahrung aufzuräumen. Zumindest könntet ihr damit auch einen Großteil dieser finsteren Mark wieder bekehren. Ihr habt sicherlich noch viele Aufgaben vor euch, aber die Lösung liegt vor euch. Es ist ein anstrengender Weg, aber ihr werdet es schaffen. Und dort drin steht, wie wir den, ihr wisst schon, wen hier fortbekommen, ja? Dort drin steht etwas, was euch hilft, Zeit zu erkaufen und in einer letzten Schlacht sicherlich den Sieg davon zu tragen. Rassasura wird vielleicht in die Niederhöllen gesogen, aber sein Vakuum wird genutzt werden. Das Ja, scheint mir dessen bin ich mir alles. sicher. Aber sagt, wenn ihr uns schon helfen wollt, was hat Rathasor in letzter Zeit getan? Was ist sein aktuelles Ziel in Wehrheim? Ich sehe bereits die Zornesader auf der Stirn von unserem Pfeil. Tut ihr das? Dann Könnt ihr habt doch ihr wohl etwas schärfere aushalten? Augen. Bitte, im Moment sehe ich uns als Zweckverbündete an, auch wenn euch klar sein muss, dass Nekromantie in diesen Landstrichen streng geahndet wird. Ich bin mir sicher, ihr habt rechtliche Schlupflöcher ausgenutzt, um eure Kreatur, die uns hergebracht hat, schon anderweitig beschworen habt. Einfach nur Selbstverständlich. mitgebracht habt. Selbstverständlich habe ich über rechtliche Schlupflöcher mich informiert. Aber ja, der Plan von dem schwarzen Drachen, er plant die Zerschlagung der Utaspforte. Er möchte nicht nur die ganze Welt, also Dere, in diese Finsternis tauchen, sondern zudem sein Fleisch wiedererhalten und erneut als lebender Kaiserdrache mit enormer Macht ausgestattet über die Welt wandeln. Denn er ist seines Paktes überdrüssig. Dient diese Globule als Test? Sie dient nicht als Test, sondern als Vorläufer zu dem, was noch kommen mag. Er kann sie beliebig groß ausdehnen. Also praktisch als Speerspitze. Als Speerspitze. Der Grund liegt in der Geschichte von Werheim verwurzelt. Werheim wurde vor ungefähr 1000, 2500 Jahren von Fran Horas Invictus gegründet. Damit blickt er wieder rüber zur Abelmir. Geht einmal davon aus, dass ihr Fran Horas Invictus kennt und dieser Name euch ein Begriff ist. Natürlich. Fahrt fort. Nun, die Städte, sowohl Warung als auch Werheim, besitzen eine große Vergangenheit. Und in ihnen liegt der Schlüssel zu der Verwerfung.
Aber ich glaube, ihr solltet, nachdem ihr Mirona aufgehalten habt, mehr Informationen in Werheim finden. Ebenso in Wahrung. Diese Dame ist in Werheim? Die eine Dame ist gemeinsam mit dem schwarzen Drachen in Werheim, korrekt. Beziehungsweise Inferno, wie sie es sich jetzt nennt. Er greift zu einer Schale mit Weintrauben und putzt sie sich einmal kurz ab. Betrachtet sie noch einmal vor seinem einen Auge, das andere, wie gesagt, verhüllt in eine Augenklappe. Steckt sie sich in den Mund. Und das, was unter dem Boronsanger in Romulus war. Wisst ihr darüber Bescheid? Unter dem Boronsanger in Romulus? Das klingt so nah wie das an den Trollzacken, liegt nach Trollmagie. Ihr wisst also nicht Bescheid. Nein, darüber weiß ich tatsächlich nichts. Ich weiß nicht. Das klingt so schrecklich gewalttätig. Ihr könnt jederzeit wieder zurück in euren Wald. Bedingt, ihr seid aber Teil der Welt. Wenn die Welt untergeht, geht euer Wald unter. Ich sagte nicht, dass ich nicht willens bin, zu tun, was getan werden muss. Ich wünschte nur, es gäbe andere Wege. Und wenn ihr ein sehr potenter Herrschaftsmagier wärt, dann gäbe es sicherlich andere Wege, aber ich glaube nicht, dass ihr das seid. Nun danke, jedenfalls. Herr Terenga, ich gehe davon aus, dass die Erweckung der Leichname im Keller ein bedauerliches Versehen war, das ihr selbstverständlich sofort rückgängig machen werdet. Von der Erweckung von Leichnam weiß ich nichts, aber eventuell mag der Leib des Kopter sie erhoben haben. Ja, dann mögt ihr euren Leib des Kopter wohl besser unter Kontrolle halten. Ich gehe davon aus, dass die Leichname nicht mehr belebt sind. Wie gesagt, ein Zweckbündnis. Ich bin sicher, wir werden uns irgendwann einmal wiedersehen. Davon gehe ich auch ziemlich stark aus. Solltet ihr erfolgreich sein. Wie gesagt, der Graf befindet sich im oberen Stockwerk, benutzt den Schlüssel, es gibt dort eine weitere Wache, die auf ihn aufpasst. Und dann solltet ihr es vermeiden, weiteren Lärm zu machen, denn eine Verena von Mersing mag auch ich nicht aufzuhalten. Wehe, wenn sie losgelassen. Sie ist schrecklich unkultiviert, sagte ich das schon? Ich glaube ja. Nun, wir haben uns genügend hier aufgehalten. Ich denke, wir sollten uns auf den Weg machen. Kann ich euch noch mit etwas unterstützen für den Weg? Braucht ihr Geld? Gold? Habt ihr etwas zu essen da? Selbstverständlich. Er deutet auf die Schale mit Weintrauben vor sich. Oh, ich nehme jetzt mal drei davon. Wenn ihr etwas habt, was magische Kräfte wieder auffüllt und nicht nun durchsetzt ist von dämonischer Macht, wäre das fantastisch. Ihr meint einen Zaubertrank? Ja. Nun, er deutet auf ein Regal, neben dem Kehrer steht. Dort. Die zweite Fiole von rechts. Dankeschön. Ich reibe mir so ein wenig die Schläfen. Ich denke, wir sollten uns dann wohl... Zauberbuch und steck's in den Rucksack. Ich denke, wir sollten uns dann wohl beeilen, wenn ihr sagt, dass draußen noch mehr von denen sind. Ach, diese Würmer will ich nicht hier drin haben. Ja, ich nehme die Fiole an mich, setze sie an und exe sie. Zaubertrank Qualität D. Okay, alles klar. Daru, wie viel gibt er mir? Ich schaue mal gerade. Ach, hier. Qualität D, 3W6 plus 6 ASP, auch über den Grundwert hinaus, dann verlierst du dabei LP 1 zu 1. So. Schauen wir mal. 19. Sehr schön. Nun, ich wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg. Sollte es etwas geben, ihr werdet sicherlich Wege und Mittel haben, mit mir Kontakt aufzubauen. Annunzio Bolo? Ich fürchte, damit können wir nicht dienen. Blick rüber zu Abelmir. Nein, danke. Sollte es denn noch etwas geben, sucht mich, ich werde euch gerne helfen. Wo finden wir euch dann? Nun, wenn nicht hier, dann irgendwo in der finsteren Mark werdet ihr mich sicherlich treffen. Alternativ, wesentlich später, wenn ihr erfolgreich seid, zurück in Wahrung. Nun dann.
Er deutet ganz leicht eine Verbeugung an, also ein minimales Kopfnicken. Ich gehe dann auch wieder raus. Ja, mit einem knappen Kopfnicken verlasse ich dann auch den Raum. Ich winke noch einmal und gehe dann auch. Ich behalte auch noch Abel mir im Blick, damit er nicht noch irgendwas dunkelmagisches macht. Ich versuche mein Ziel nicht schon zu unterdrücken, während ich rausgehe. Abel mir, ich bin enttäuscht von dir. Nur unwahr, genau. Ich war bereit, dir zu glauben, dass wir dich umbringen müssen. Und in Wahrheit sind es Menschen, mit denen man reden kann. Bitte seid jetzt alle still oder ich werde euch alle umbringen. Wieso seid ihr so dumm, dass ihr Paktierern Informationen frei herausgebt und dann auch noch Geschenke von ihnen annimmt? Habt ihr alle den Verstand verloren? Und warum bist du so zornig? Er war doch sehr nett und hilfreich. Gott. Natürlich, weil er etwas vorhat mit uns. Bei Raya. Deswegen war es unglaublich leichtsinnig und verzeiht mir meine Worte, dumm, Boltax, diesen Zaubertrank anzunehmen oder auch diese Weintrauben. Ich stopfe mir die letzte gerade noch in den Mund rein. Ihr wisst ganz genau, in was für einer Umgebung wir uns hier befinden, dass wir manchmal unseren Sinnen nicht trauen können. Und trotzdem stopft ihr solche Sachen in euch hinein. Nun, sie riechen annehmbar. Sie sind das Einzige in diesem ganzen Stein, das annehmbar riecht. Dieser Run. Das, was ich vorhin gesagt habe hinsichtlich der falschen Informationen, die er über uns verbreiten soll, das ging nicht an ihn. Und du, Alltags, musstest du ausgerechnet dem Partier sagen, was in Ordnung passiert ist. Wenn sie es nicht wissen, dann lass es dabei. Wir werden darüber später noch sprechen. Jetzt gehen wir nach oben. Das Wesentliche unter den Tisch fallen lassen. Darum geht es. Aber darüber sprechen wir später. Warum reden wir nicht mit diesem Wachmann? Lasst es mich doch zumindest versuchen. Das sind die gleichen Wachen wie im Keller. Reden hat dort keinen Sinn. Gib mir den Schlüssel. Nein, ich weiß nicht, was der Schlüssel ist. Gehen wir hin und lassen die Tür. Lassen wir es ihn doch versuchen. Wir können ihm ja immer noch Deckung geben. Der Mann hier war doch sehr, sehr zufriedenstellend. Und der mit den leuchtenden Augen auch wenn er mir unheimlich aussieht. Vielleicht sind nicht alle hier Mordlüstern. Und es war nur ein Missverständnis. Oh, bei Raya, ich kann es doch hin. So einen ausgemachten Blödsinn habe ich ja noch selten gehört. Natürlich können wir das nicht riskieren. Selbst er, richtig, richtig. Wir können es nicht riskieren, dass diese Wache da oben den kompletten Burghof zusammenbrüllt, sodass alle Tatzelwurmreiter dann hier hinkommen. Boltax, habt ihr noch genügend Kraftreserven, um einen weiteren Silenzium zu wirken? Selbstverständlich. Wenn ihr euch so vor den Würmern fürchtet, dann macht doch unten die Türe zu, das Tor. Dann kommen sie nicht hinein, bevor wir durch den Gang entschwunden sind. Ich gucke mich mal um, wo das nächste Fenster ist. Ist es offen? Kann ich den Elfen einfach durchschubsen? Also wenn du nach draußen guckst, kannst du dich so ein bisschen orientieren, kannst dann mal nach draußen schauen und siehst auf dem Burghof nicht nur verschiedene Zelte in verschiedenen Größen aufgebaut und weitere Skelettkrieger, sondern eben auch weitere Todeswachen und Todesdiener von Taubrimora. Auf der anderen Seite kannst du dann die Drachengardisten erkennen und auch wie Varena von Mersing dort an einem Tisch sitzt und Alkohol trinkt. Du siehst im Innenhof dieses kleinen Burghäuschens, abgeschirmt von einem verfohlenen, vermoderten Baum, der hier steht, vielleicht sowas wie die Eiche, um die dann so eine Burg dann gebaut wird, kannst du dann die beiden Tatzelwürmer erkennen, die hier angebunden sind, die sich hungrig anknurren und fauchen und sich da wohl auch gerne gegenseitig fressen würden und die beiden Tatzelwurmreiter, die davor stehen und sie dann missmutig und launisch dann bewachen. Du könntest den Elfen hinausschubsen. Und dann wäre auch der Tatzelwurm gefüttert und würde uns nicht mehr essen wollen. Warum schaut ihr dieses Fenster so intensiv an? Wollt ihr hinausklettern? Isarun schließt einmal die Augen, atmet zweimal tief durch, macht mit großer Anstrengung ihre zu Fäusten geballten Hände wieder auf, versucht sie zu entspannen, wirft dem Elf einen bitterbösen Blick zu und marschiert in Richtung Treppe davon.
Wartet, ich würde Folgendes vorschlagen. Sobald wir oben ankommen, bevor wir aufschließen, wirke ich wieder den Silenzium und dann überwältigen wir die Wache. Warum reden wir nicht mit ihm? Zum Reden ist es zu spät. Warum soll ich den Silenzium jetzt gleich wirken? Und ihr habt seine Freunde umgebracht. Er bewegt sich mit euch, richtig? Dann denke ich, am Fuße der Treppe wäre eine gute Gelegenheit. Ich gucke Mandarion an, dann gucke ich wieder Isarun an. Wie ihr wollt. Ja, ihr könnt die Treppe nach oben steigen, müsst euch da so ein bisschen Gedanken machen, wer vorne steht, wer hinten steht. Könnt dann den Schlüssel aus dem Buch herausziehen. Abelmir hat das Buch eingesteckt, den Schlüssel kann er euch geben. Das Draconomicon. Und du wirkst die Blase, die euch schützend einhüllt, das klickt nicht einmal. Und dann steht ihr in einem großen Raum, wie gesagt, so ein kleines Türmchen. Etwas ründlicher, ja, rund. Ihr könnt erkennen, wie dort an der Wand, kopfüber, Rondrigan Padigan, der Graf von Perikum hängt. Und eine Wache, die davor steht, euch aber auch nicht mehr ansieht. Hat noch nicht ganz mitbekommen, dass es keine Geräusche mehr gibt, auch kein Fauchen mehr aus dem Innenhof. Dann steht ihr hinter ihm und könnt ihm. Was möchtet ihr tun? Ihn umbringen? Ihn fesseln? Gefangen nehmen? Nee, kurzen Prozess machen. Also, sobald er uns bemerkt, wird er getötet. Ja, du schlägst ihm dann dein Schwert von hinten in den Hals, beziehungsweise er dreht sich noch halb um, weicht noch kurz überrascht zurück und dann fährt deine Killinge in seinen Hals. Vielleicht ist Kiaras damit nicht ganz zufrieden, aber. Ihr könnt auf alle Fälle dann vor Rondrigan, Padigan stehen, während der Leichnam gerade zur Seite sinkt. Ist Padigan wach? Ja, er ist wach und schaut euch aus dunklen Augen an. Seine Wange ist wohl, oder sein Gesicht ist wohl auch mehrfach gebrochen. Ihr könnt wohl sehen, wie sein Unterkiefer ziemlich malträtiert ist. Seine Nase ist gebrochen. Er war früher schon jung und schlank, jetzt ist er wohl eher eingefallen, so wie er da kopfüber runterhängt. Seine langen, gewellten Haare fallen ebenso hinunter, auch so ein bisschen verklebt, so ein bisschen fettig. Eigentlich würde er ziemlich gut aussehen, aber so wie er jetzt hier als Diplomat, als Graf hängt, sehr unwürdig erlebt. Ich nehme meinen Bernsteindolch, schneide ihn los, nehme die Waffe von der Wache. Warte, bevor du ihn losschneidest, der auf den Boden fällt im Kopf zuerst, wie ist der da oben festgemacht? Moment, wirkt der Silenzium noch? Ja. Er hängt von der Decke. Hängt er mit Gefesseln? Hängt möglichst der Schlüssel vielleicht dafür? Hilft er auch? Also er hängt einfach mit den Füßen von der Decke hinunter, also seine Hände sind nicht gefesselt. Bevor jemand ihn losschneidet, werde ich mich direkt unter ihn stellen, um ihn halt praktisch halb aufzufangen und in meine Arme zu nehmen. Ich stehe in der Ecke und schmolle. Wird dann oben die Seile durchschneiden mit dem Säbel? Ich drücke ihm die Waffe von der Wache, die wir eben gerade um die Ecke gebracht haben, in die Hand und bedeute dann allen, wieder mitzukommen, denn ich lasse den Silenzium jetzt nicht fallen. Wir gehen jetzt direkt wieder über los und raus aus der Burg. Kann er eigenständig laufen? Nee, er muss definitiv gestützt werden. Rafim wäre jetzt natürlich sehr, sehr hilfreich, aber ich glaube, mit feinen Kräften könnt ihr ihn auf alle Fälle dann die Treppen wieder nach unten tragen. Er hat euch tatsächlich noch nicht erkannt. Er weiß nicht genau, wer ihr seid. Ist da vielleicht noch so ein bisschen im Delirium, auch wenn er jetzt wach ist, also bei Bewusstsein, aber er ist einfach auch nicht jetzt daran gewöhnt, gerettet zu werden. Gemeinsam mit dem Silenzium von Boltax könnt ihr ihn dann nach unten tragen und erst wenn ihr dann wieder über das kleine Loch dann wieder nach draußen geklettert seid, was Boltax mit seinem Dolch geschnitten hat und dann im Wald steht, könnt ihr noch ein paar Meilen wieder in Richtung dieser kleinen Hütte kämpfen. Er wird zwischenzeitlich auch so ein bisschen dann weiter ohnmächtig bleiben, also er ist auch noch nicht wirklich bereit, jetzt mit euch zu sprechen, auch ohne den Silenzium. Ihr könnt ihm noch gut zureden und nach einer weiteren Stunde könnt ihr dann wieder in der Hütte eintreffen, wo Rafim immer noch wartet, auf dem Wagen von Abelmir sitzt und mit der Balestrina, mit der Abalone herumspielt. Ich werde den ganzen Weg übertragen über den Prinzessinnengriff. In der Hütte würde ich ihn erstmal untersuchen und gucken, die schlimmsten Verletzungen mit Hilfe eines Balsam heilen. Gut.
Ja, mehrere Wunden, also du kannst davon ausgehen, seine Glieder sind mindestens, alle seine Glieder sind mindestens mit einer Wunde aufweisend, eher zwei. Das heißt, ich bekomme eine erste Wunde, eine plus 5 mindestens. Erste Wunde am Kopf oder Rumpf und plus 3, erste Wunde an Armen und Beinen. Die addieren sich nicht, du bekommst nur den höchsten. Also plus 5 dann. Auf die erste Pfeilkunde Wunden, um ihn zu untersuchen. Richtig? Ja, wenn du keinen Balsam direkt sprechen willst, dann kannst du... Ich will erstmal untersuchen, wo es am schlimmsten ist, sozusagen. Ja, würfel. Also du möchtest die Heilung fördern. Untersuchen. So heißt das. Ja, doch. Hm. Spart eure Magie. Sollte es nötig sein, kann ich Zar um Hilfe bitten, um seine Wunden zu versorgen. Ja, ich hoffe, ich habe die jetzt die schlimmsten Wunden lokalisiert. Und... Nun, wollt ihr oder soll ich? Feuergnaden. Wie schlimm sind seine Wunden? Du kannst davon ausgehen, dass er 5 Lebenspunkte hat und ja, wie gesagt, überall mindestens eine Wunde, aber Kopf hat er 2, rechter Arm hat er 2. Das ist gut zu wissen. Ah, das erschwert dir Erschwernis für den Balsam schon mal noch 9. Ach, was soll der Geiz? Ich Warte, ich würde dann tatsächlich mit Liturgie sprechen wollen. Ja. Gut. Welche Liturgie? Die Wundliturgie. Moment, ich suche sie raus. Der Wundsegen von Perrin und Zar. Wollen wir bitte vorlesen? Ja, die Perrin-Geweihte, beziehungsweise ich nehme einen wilden Knoblauch, ziehe heraus, zerreibe den in meinen Händen. Anschließend streiche ich vorsichtig den zerriebenen Knoblauch über die Verletzung und spreche dabei ein Gebet zu Raya, zu Zar und zu Perrine. Und wenn es Erfolg hat, der Segen verschließt Wunden und verhindert Wundbrand. Durch die Liturgie werden alle regeltechnischen Wunden geschlossen und der Ausbruch von Wundfieber wird verhindert. Jetzt die Frage, möchte jemand mitbeten und wie viel Erschwernisse kriege ich dadurch, dass wir hier in diesem verseuchten Land sind? Also ich glaube, wenn ich mitbete, verlierst du Punkte. Ja, ich würde mitbeten. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wenn ich mitbete. Weil also du bist technisch gesehen 12 Götter halt für mich. So, und willst du beten? Ja, ich möchte mitbeten. Gut, bist du Akolutin? Nein, bist du nicht. Abimir, mitbeten? Ja. Bist du Akolut? Nein, bist du nicht. Nein. 2 Mitbeter. Ich verlasse währenddessen auch den Raum. Was ist mit dem Captain? Dorian ist tatsächlich Akolut, aber von einer nicht 12 göttlichen Entität. Spielt keine Rolle, 1 bis 6 mit. Beta geben eine minus 1. Ja, dann nur kriegst du eine minus 1. Der Ort gibt dir eine 3. Gut. Handle ich harmonisch? Ist nicht, also ist das harmonisch? Also ich möchte jemanden heilen und Zars und Rayas Segen verbreiten. Ja, eigentlich ist es nicht harmonisch. Ist halt nötig. Auch Dinge, die nötig sind, können harmonisch sein, sagt er. Ja, der Modifikator greift ordnend oder harmonisch ins Weltgeschehen. Hey, mir hat der ordnend nicht mehr gegeben, als ich einen Faktierer killen wollte, ja? Ordnend? Nein, kriegst du nicht. Also gut, dann ist ein minus 2. Das hilft, Dere hilft es jetzt nicht, wenn du Rondrigan Polygon rettest. Und da haben wir schwarz auf weiß, Polygon. Das ist nochmal 2 erschwert, aber plus 4 erschwert. Ist noch ein Schicksalspunkt? Nein. Hat er im Keller ausgemacht. Was hat er denn gewürfelt? Noch nichts. Noch nichts. Das geht doch. So. Damit hat er keine Wunden mehr. Gut, die Wunden schließen sich, aber bekommt er Lebenspunkte? Nee, ne? Er bekommt keine Lebenspunkte, er hat nicht aufgestellt. Aber 5 LEP reichen ihm auch. Er nickt dir zu, also hast wohl noch mitbekommen, wie er versuchen wollte, mit seinem gebrochenen Kiefer selber mitzubeten, aber es war wohl eher so ein Knacken, was da noch durch seinen Kiefer ging und hat dann auch aufgehört. Nickt dir jetzt aber auch freundlich zu. Ich lege auch so meinen Arm dann um ihn rum und stütze so seinen Kopf. Palligan? Bist du gerade? Froh, euch lebend wiederzusehen. Dumm.
Gern geschehen, und dieses Mal bleibt bitte bei uns und rennt nicht wieder alleine vor. So schön dieser rührselige Zusammenführung alter Bekanntschaften auch ist, aber wir sollten schauen, dass wir haben erst eine Stunde zwischen uns und diese Burg gebracht, und es wird früher oder später auffallen, dass ihr fehlt und dass die Wachen tot sind. Und dann werden sie sicherlich auch auf diese Karte kommen, denn naja, die werden sicherlich auch die Umgebung kennen. Das heißt, wir sollten uns möglichst bald zurückziehen. Da stimme ich zu. Hätte einer von euch vielleicht noch die Güte, sich meine Bauchwunde anzusehen und diese eventuell zu verbinden? Ich würde es selber machen, aber das ist an einer blöden Stelle da hinten. Natürlich. Ach, das sieht ganz schön geschwollen aus. Vielleicht gar innere Blutung? Ach, so schlimm wird es sicherlich nicht sein, aber tatsächlich ist das Atmen etwas schmerzhaft. Lass mich mal schauen. Ja, ich würde dann wieder eine Untersuchung machen, wieder plus 5. Für erste Wunde am Rumpf. Ja, ich möchte auch untersuchen. Ich gucke euch zu und warte ab, wenn ihr es nicht schafft. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah. Beide nicht gelungen. Oh. Das sieht gut aus. Hast du Schadenspunkte? Erst wenn sie die Heilung fördern wollen. Jetzt gerade bei der Rundbahnprobe nicht. Aber sie kriegt eine Erschwernis auf ihre Konstiprobe, wenn ich mich nicht täusche. Oh, aber eine saftige. Nur 3. Fix. Ja, aber es waren zweimal. Beide. Das ist egal, du kannst diese Probe nur einmal machen. Also die von Bordax ist wertlos. Sorry, Keras, für später ist. Nein. Also ich werde da auch keine Probe machen. Sorry, ich habe euch beide verwechselt im Dingsfenster. Ja, ich. Jetzt bei der Heilung, wenn du jetzt noch eine Heilung fördern hinterher machen willst, da kannst du Schaden machen. Nee, das habe ich ja gar nicht vor. Aber ich warte erstmal, was die anderen machen. Ich fürchte, ich weiß nur, wie man gebrochene Knochen wieder schient, aber das übersteigt meine Kenntnisse ein wenig. Oh, habt ihr da gerade euren Finger reingeschoben? Oh. Habt euch nicht so. Was? Ja. Das ist voll ekelhaft, das Gefühl. Ach so, jetzt das ist meine Leber. Jetzt lasst mal jemanden ran, der was davon versteht. Also. Herr Zwerg, tretet vor. Ja, schaue über die Schulter. Ich fasse an meinen Schlangengreif und würde den Elementargeist, den ich gebunden hatte, an Elementargeist des Humus beschwören. Also der ist ja schon beschworen, ich würde ihn gerne entfesseln und ihm dann meine Bitte auftragen. Für, sagen wir, für. Im ASP. Einmal den Dienst Heilung. Ihr könnt sehen, wie Boltax auf seinen Ring klopft und Erde rausbröckelt, die dann auf den Boden dieser kleinen Karte fällt, und die Erde windet sich wohl, ein kleines Häufchen, was sich da gebildet hat, ihr könnt erkennen, wie da wohl eine Made rauskriecht und krabbelt, und weitere Maden, als ob es gar nicht aufhören würde, die krabbeln dann wohl auch auf Isaron zu. Ich soll das Schritt so zurück? Sein? Soll das so sein? Das muss so sein. Das muss so sein. Mein guter Freund, ich möchte dich bitten, meine verletzte Freundin hier zu heilen. Lasse etwas von Sumus Kraft in sie fahren, auf dass es ihr bald wieder besser gehe. Für 7 ASP den Dienst Heilung. Und pro 7 ASP schließt er eine Wunde. Elementare haben keine Menge an Diensten, die du hast, oder? Die bleiben bei dir, bis die ASP alle sind. Genau. Wir haben eine begrenzte Menge. Ich glaube, Elementare sind bei 15. Ja, aber ich habe ja durch die Beschwörung noch mehr ASP reingebuttert. Ja, ist okay. Also der hat 21. Genau. Also ein Drittel ist jetzt. Ja, ein Drittel hätte ich jetzt aufgebraucht von dem, aber er ist ja noch da danach. Ja, also Isaro, du kannst erkennen, wie aus diesem Erdhäufchen, was aus dem Ring von Boltax gefallen ist, mehr und mehr Asseln, Schaben, Würmer auf dich zukriechen, und Boltax nimmt dir dann so ein bisschen in die Hände, setzt dir dann an die Wundränder, du kannst wohl sehen, wie die nach und nach mit ihrem Speichel, sie fressen nicht an den Wundrändern, aber sie versuchen da wohl mit ihrem Speichel das wieder so ein bisschen zuzunähen und mit ihren Zangen das wieder zu verschließen, und du siehst wieder wohl so ein, ja, es ist alles weiß, weil ihr immer noch farbenblind seid, aber wieder einfach so ein
eine neue Art Haut entsteht. Vielleicht sowas wie ein Chitinpanzer. Isarun sitzt erstmal stocksteif da, wagt sich nicht zu bewegen, kneift dann irgendwann auch die Augen zu, als es zu ekelhaft wird. Und murmelt da so ganz leise vor sich hin: Danke, Großmütterchen Sumo. Bitte mach, dass mir diese Viecher nicht in die Augen und in die Ohren und in den Mund krabbeln und die Nasenlöcher bitte auch nicht. Danke. Wenn die fertig sind, pflück ich mal eine davon darunter. Guck mal. Ich hau dir auf die Finger. Psst. Wirst nee. Du das wohl lassen? Willst du mich nur ansehen? Nein. Not. Du fragst den Geist gefälligst. Oh, ist dieser so ein Geist? Ja, das ist die Ausformung des Elementes selbst. Zeig mir aber, wo sind wir? Ah. Nun, also, wir sind in der Nähe von Werheim. Oder wie sie es nennen, Inferno. Werheim. Ihr habt Ohio gefunden? Nein. Nein, Eure Exzellenz, wir sind erst vor kurzem aufgebrochen. Euer Gefangenschaftsort lag auf dem Weg. Wann wollt ihr? Das wissen wir selber noch nicht. Nun, wir sind eigentlich auch aufgebrochen, um nach der Kronprinzessin zu suchen. Richtung Burgrabenmund. Wir wissen es nicht. Burgrabenmund? Was haben die Rabenmunder damit zu tun? Die scheinen wohl mit allem etwas zu tun zu haben. Vielleicht legt ihr euch erst einmal hier hin und erholt euch, während wir von hier davonfahren. Wir dachten uns, wenn es einen Ort gibt, an dem es noch halbwegs sicher ist, dann wahrscheinlich die Burg. Ein guter Anfang. Dass sie da... Ist sie tot oder lebt sie? Das wollen wir herausfinden. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Was einer schafft an ihr? Rettungs, vergesse ich euch nicht. Es war uns eine Ehre und eine Pflicht. Wir waren tatsächlich ziemlich unhöfliche Leute dort. Wir mussten auch einige umbringen, leider. Sagt... Greifenmund gefallen? Nein, nur dem Wahnsinn einheim. Aber ansonsten geht's ihm wohl gut. Er hat sich einem Pilgerzug angeschlossen. Aber mit irgendeinem Illuminos. Von dem habt ihr gesprochen, dieser, wie hieß er, Albuin, richtig? Ja. Der hatte so eine komische goldene Maske auf. Greifenmund wird schon wieder irgendwann auftauchen. Ein seltsamer Bregelsaum. Die anderen Bregelsaums mag ich lieber. Ich dachte, er wäre gefallen, als ich ihn nicht mit euch gesehen hatte. Nein, dafür ist er zu stur. So viel Glück hatten wir nicht. Hast du? Immer? Er ist schon länger verschwunden, hat sich von uns getrennt, kurz nach Garrett. Ein wenig hat nur gehofft, er war bei euch. Ich habe Ömer nicht gesehen. Ich werde mich erholen. Danke, wie gesagt. Macht die Augen zu. Legt euch in den Wagen. Sucht und findet Rohaya. Wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht mehr lebt, dann wenigstens ihren Leib. Werden wir. Ja, in diesen Landen hoffentlich. Naja, ihr versteht schon. Jetzt wollen wir erst einmal aufbrechen, ein Nachtlager suchen und eine Runde Tee trinken. Ah, Tee klingt gut. Mit diesen Worten könnt ihr Rundrigan auf den Wagen von Abelmir legen und in Richtung Sumo fahren, in Richtung Westen. Dorthin, wo die Bäume voller und satter werden. Nicht unbedingt grün, aber dichter, durch die Vegetation schützt. Mit einem rumpelnden Wagen verlasst ihr die Richtung Perth. Auf jeden Fall hast du ja keine Ahnung, was du verpasst hast.